Herzlich willkommen in Meister Frickels Bastelbude, Projekt Citroën C3. Und was hat er für ein Problem? Er hat einen schleichenden Platten. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Reifen flickt. Viel Spaß bei diesem Video. Da ist der Übeltäter, den markieren wir uns jetzt mal. Und dann holen wir den mal raus. Markieren tue ich es, weil sich danach die Löcher auch so verschließen kann, dass man sie nicht unbedingt wiederfindet sofort. Ordentlich. Jetzt pfeift er auch richtig schön ab. Womit mache ich das? Mit einem Reifendichtset von Amazon. China-Ware steht sogar drauf. Da drin ist so eine Reibahle, die habe ich jetzt hier reingestopft. Damit mir nicht weiter die Luft entweicht. Noch weiter enthalten haben wir hier eine Anleitung, was drin ist. Dann hinter das Gerät, um die Klebestreifen oder diese Dichtstreifen in das Loch zu drücken. Dann haben wir die Gummilösung, wie auch beim Fahrraddichtset, da ist das auch enthalten. Ein Cuttermesser und hier noch was für die Finger, damit er nicht so an den Fingern klebt. Dann haben wir hier noch, da sind noch so Schlüssel enthalten, um eventuell die Dinger hier unten abzumontieren zu können. Was ich jetzt nicht hoffe, dass ich das muss. Drücken wir erstmal das Teil mit einem Dichtstreifen. Und tun schon mal alles vorbereiten. Habe jetzt ein paar Handschuhe angezogen. Mal gucken, ob es überhaupt damit geht. Dann einen Lichtstreifen abmachen. Boah, klebt wie Bolle, ey. Boah, heftig. Dann einmal ungefähr bis auf die Hälfte durch. So. Die machen wir auch schon mal auf. Die ist nämlich noch geschlossen. Ganz einfach. Habt ihr hier den Pin. Reindrücken. Fertig. Wir gehen jetzt erstmal hin und machen das Loch so groß, bis die Reibahle vernünftig reinpasst, damit wir gleich unser Dichtstreifen auch vernünftig ins Loch kriegen. So, erstmal reindrehen. Auch ruhig noch mit Luft drin, weil dann habt ihr genug Gegendruck. Sonst geht der Reifen nach hinten weg. So. Loch ist groß genug. Jetzt gehe ich hin und mache hier überall so ein bisschen von dem Zeug drauf. Muss doch gar nicht so viel sein. Aber gleichzeitig den Vorteil, dass dieser Streifen gleich auch besser ins Loch flutscht. So, hier machen wir es auch noch ein bisschen was drüber.
Jetzt machen wir Plug and Play, einer raus, der andere versuchen wir direkt reinzudrücken. Gar nicht so einfach. So, drin ist er. Hört sich dicht an. Wieder rausziehen. So, fertig. Dann habt ihr hier dabei diesen Cutter. Ich nehme den jetzt nicht, weil der Cutter soll bei mir in der Kiste bleiben. Die Kiste kommt ins Auto. Das ist dann für Notfälle. Weil wenn ich hier in der Werkstatt bin, kann ich auch andere Sachen nehmen. Schneide ich jetzt einfach ab mit dem Cutter oder so. So, abgeschnitten hammert. Dann kontrollieren wir jetzt mal, ob es wirklich dicht ist. So, dann machen wir jetzt mal ordentlich Druck drauf. Zweieinhalb. Machen wir einfach drei drauf, um zu kontrollieren. 3 lasse ich aber gleich wieder auf 2,5 ab. So, jetzt habe ich hier so ein Dichtigkeitsprüfzeug, das wurde mir mal geschenkt. Und dann machen wir es mal da drauf. Und wenn es blubbert, haben wir was falsch gemacht. Und ich sehe da, perfekt. Keine Bläschen oder sonst was, absolut dicht. Wunderbar, das war eine schnelle Nummer. So Leute, ganz zum Schluss. Also dieses Kofferset von Amazon für unter 15 Euro kann ich sehr empfehlen. Es ist alles enthalten. Die Griffe sind vernünftig fest, richtig schwer. Selbst wenn mal was kaputt geht, könnt ihr den einen mit dem anderen tauschen. Da sind ohne Ende von diesen Strips drin. Ein bisschen Werkzeug, Cuttermesser und diese Gummilösung. Die Gummilösung, da braucht ihr gar nicht viel von. Ich habe schon eigentlich wieder viel zu viel benutzt. Da reicht ganz wenig und dann flutscht es auch besser. Dann kommt es in so einen schicken Koffer. Ich habe es mir selber gekauft, weil ich es dringend brauchte. Das Auto meiner Frau muss unbedingt laufen, die braucht es täglich. Zwar immer nur Kurzstrecke, aber trotzdem sollte da nicht die Luft entweichen. Es sei noch gesagt, ihr solltet, wenn ihr das gemacht habt, wirklich öfters mal Luft kontrollieren und öfters mal auf diesen Reifen achten. Es ist zwar jetzt verschlossen, das Loch, und es wird wahrscheinlich auch noch die Lebensdauer des Reifens mitmachen, weil der Reifen nicht mehr allzu lange drauf bleibt und ich mich sowieso nach anderen Reifen umgucken wollte für vorne. Aber nichtsdestotrotz ist das keine Langzeitlösung. Jetzt erstmal ist gut, alles dicht, alles tito. Und ja, was soll man noch sagen, außer über einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Abonnieren dürft ihr meinen Kanal natürlich auch. Vergesst bitte nicht, die Glocke zu aktivieren. Und ansonsten wie immer, see you later, Alligator. Euer Master Fricke. Haut rein.